Es gab vor 2 Tagen einen Angriff auf einen Beamten hier im Landhaus. Der wurde in seinem Büro tätlich angegriffen. Jetzt ist die Frage, wie sicher fühlt man sich als Landtagsabgeordneter bzw. als Person, die hier im Hause tätig ist, nach so einer Attacke? Gibt es da Verbesserungspotenzial? Muss da was geändert werden jetzt? Oder ist das ein einmaliger Vorfall, den man schlussendlich nicht hundertprozentig ausschließen kann? Ich glaube, kriminelle potenzielle Angreifer wird es immer geben. Denen werden wir auch mit einer verstärkten Präsenz hier nicht Herr werden. Ich glaube aber, dass das Ganze schon ein bisschen hochgespielt ist. Ich fühle mich hier absolut sicher. Meinen tue ich aber, dass man hier sieht, wie diese Migranten, die sich hier einfach nicht heimisch fühlen, schon von Anfang an nicht, die hier ganz andere Dinge erwarten, als wir in der Rückgabe imstande sind, dann sieht man, dass halt die kriminellen Potenziale zu groß sind und dass man mit allem rechnen muss. Das ist nun mal eine Kleinigkeit gewesen, für den Beamten natürlich eine fürchterliche. Aber wir müssen natürlich solche Leute des Landes verweisen. Wir müssen mit diesem Beispiel aufzeigen, dass wir das nicht dulden. Und vor allem ist das eben jener Tatsachenbestand, von dem sich die ÖVP und die SPÖ hier verweigern, auch die Grünen. Ich glaube, das kann man nicht verhindern. Man soll vorsichtig sein. Man soll jetzt versuchen, welche Möglichkeiten gibt es. Aber nachdem wir ja eine offene Bürgerpolitik betreiben, kann ich mir nicht vorstellen, wie ich war letztes Jahr in Moskau, dass ich durch einen Scanner gehen muss, dass ich untersucht werde. Also das ist nicht unsere Politik. Und ich habe oft auch bei Sprechstunden hin und wieder Besuch von Leuten, die sehr erregt sind, sehr emotionalisiert sind. Ja, kommt schon manchmal vor, dass man denkt, so jetzt hoffentlich rastet der nicht aus. Aber ich würde sagen, die letzten 13 Jahre war mir nie so, dass ich Angst hatte. Aber man sollte vorsichtig sein. Man sollte vor allem, wenn man spürt, dass die Menschen sehr aufgebracht sind, sollte man nicht noch zusätzlich sie provozieren, sondern versuchen, sie zu beruhigen. Aber wenn es passiert, ich glaube, dann passiert es. Da kann man nichts dagegen machen. Also ich wünsche dem Mitarbeiter gute Besserung, weil ich weiß, er hat massive Verletzungen, was ich gehört habe. Und das stresst einen schon, wenn man sowas hört, oder? Weil man denkt ja dann auch an die Attacken, die es schon in Parlamenten gegeben hat, auch in der nahen Umgebung, wo sogar mit Schusswaffen man reinspazieren konnte. Und es ist im Vorarlberger Landhaus schon so, dass jeder einfach reingehen kann und sich überall im Haus frei bewegen kann. Ist einerseits gut, andererseits ist schon nachzudenken, ob nicht eine gewisse Kontrolle am Eingang in so einem wichtigen Gebäude, wo auch die Landespolitik bestimmt wird und die Mitarbeiter natürlich mit entsprechend schwierigen Situationen auch umgehen müssen, dass da ein gewisser Schutz da ist. Ich denke, das gehört schon diskutiert. Also zum ersten einmal auf diese Attacke eingehend, das ist inakzeptabel, das ist eine Straftat, ein körperlicher Angriff und soll nach rechtsstaatlichen Prinzipien vor einem Gericht verurteilt werden, mit der vollen Konsequenz. Ich halte nichts davon, jetzt populistisch im Schnellschussverfahren gerade die Ausweisung zu verlangen. Wir sind in einem Rechtsstaat und da muss es das Recht geben, vor Gericht gestellt zu werden und abgeurteilt zu werden. Das ist das eine. Das zweite, im öffentlichen Raum ist man zugänglich. Ich halte das für gut. Ich halte nichts davon, da Barrieren und Schleusen einzuziehen und Kontrollen zu verschärfen. Dann schottet man sich ab von den Menschen und das halte ich nicht für gut. Es wird immer Einzelfälle geben, die ausrasten. Das gibt es auch in anderen Ländern. Da ist man nie gefeit davor, aber davor kann man sich auch nicht hundertprozentig schützen. Wenn man sich überlegt, jetzt die eine oder andere Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit zu überlegen, kann man das tun. Aber das Landhaus zur Burg zu machen, davon halte ich nichts.